Und Leute, haben wir uns den wohlverdienten Urlaub schon wirklich verdient, den wunderbaren Luxusurlaub, da wir ja jetzt Champs sind? Nein, noch nicht ganz. Deswegen bin ich zumindest nicht hier beim Kühnheitsufer in diesem 7-Sterne-Luxushotel, sondern wir wollen heute weitermachen mit dem Postgame. Ich bin Sounddesigner und komponiere die Spielmusik. Hast du wirklich gut hier hinbekommen? Sehne an, du bist also der Champ von Sinnoh, ja? Das ist der Wahnsinn. Als Belohnung bekommst du etwas Feines, nämlich den DS-Player von mir. Genau. Der DS ist ein Gerät mit zwei Bildschirmen sowie ein Buch. Kann man ihn aufklappen? Moment mal, das war doch ja der Nintendo DS. Der DS-Player ist ein geheimnisvoller Apparat aus dem Klang von früher, wenn man ihn einschaltet. Probier es einfach mal aus. Genau, man kann hier nämlich die alten Soundtracks anhören. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt hier geht. Ich weiß gar nicht, wie man den einsetzt tatsächlich. Ich schau mal kurz, ob das hier eine App ist. Jetzt sind wir gleich soweit. Nee, scheint mir nicht so. Okay. Vielleicht dann. Moment, vielleicht. Ja, hier scheint es mir zu sein. Ja, der DS-Player. Ein Abspiel, der Musik aus längst vergangener Zeit spielt, lässt sich durch simplen Knopfdruck bedienen. Genau. Wollen wir da einfach mal ein bisschen reinhören? Wir können ja einfach mal das Ganze. Ah, jetzt läuft hier die Musik, die auf dem DS in dem Raum lief. Naja, es geht noch weiter. Hier ist ja das Game Freak Team untergebracht. Das ist ja häufig in Nintendo, in Pokémon-Spielen so. Hey, ich bin der Projektleiter und sogleich ein Riesenfeld von Gänger. Herzlichen Glückwunsch zur Vervollständigung der Sinnoh-Pokédex. Hier, das ist für dich. Damit kannst du mehr Pokémon fangen. Den Superfang-Pin. Nice. Dankeschön. Und ja, ich bin einer der Pokémon-Leiter, der Projektleiter. Dein Pokédex ist erstaunlich. Du hast wirklich schon jedes einzelne Pokémon aus dieser Region getroffen. Ich bin beeindruckt. Hier, nimm dieses als Belohnung. Mit dieser Urkunde werden Spieler geehrt, die eine erstaunliche Leistung erbracht haben, allen Pokémon-Arten der Sinnoh-Region zu begegnen. Oh, wow. Cool. Gut. Das war's auf jeden Fall, was man hier so in dem Haus finden kann. Und jetzt kann man noch gegen Game Freak Morimoto kennen. Wenn ihr euch erinnert, konnte man hier schon immer runter. Wir lassen die Musik jetzt noch ein bisschen trillern und dann wechseln wir wieder auf die normale, weil mir die irgendwie doch ein bisschen besser gefällt. Obwohl, ist auch ein bisschen schön, so ein bisschen schwelgen in der Vergangenheit, aber gut. Und zwar das hier. Wow, sag bloß, du bist der offizielle Champ. Hut ab, stolze Leistung. Mein Name ist übrigens Morimoto. Auf einen so starken Trainer wie dich habe ich nur gewartet. Na, hättest du Lust auf ein Kämpfchen? Na, was heißt's? Klasse, das wollte ich hören. Der Morimoto, eieiei. Ah ja, krass. Also ich finde aber bloß ein bisschen, die Musik ist ein bisschen, hört sie sich so ein bisschen an wie so vom DS aufgenommen. Also so, ihr haltet ein Mikrofon neben den DS, keine Ahnung. Gut, ein wahrscheinlich recht schwieriger Kampf gegen Game Freak Morimoto. Gegen den haben wir schon des Öfteren in verschiedenen Gens gekämpft und nun auch hier in Pokémon schreiender Diamant und leuchtende Perle. Ah ja, guck mal, da habe ich anscheinend schon gar nicht mal so falsch getroffen. Ich finde ja Krippuck ein richtig gutes Pokémon. Wenn ich nochmal die Gen spielen würde, dann wäre es auf jeden Fall in meinem Team. Ist so viel steht schon mal fest. Ich weiß ja, ist das eigentlich nur ein Geist-Pokémon oder Geist-Psycho? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ich mache jetzt damit keinen Schaden mehr. Deswegen werde ich aber meinen Knirscher probieren. Game Freak. Morimoto von Game Freak. So ganz fett geschrieben. Game Freak. Hippoteros. Okay, hat ganz schön interessante Pokémon. Bis jetzt erinnert mich das ziemlich. Also. Das Team sehr an Cynthia tatsächlich, also an den Champ. Aber ja, mal gucken, ob sich da noch was ändern wird. Oh je, das ist ja gar nicht effektiv. Ja, da macht ja der Sandsturm gefühlt mehr Schaden. Natürlich heilt er sich noch. Muschelglocke wahrscheinlich. Nee, Überreste. Oh Gott, okay. Ja gut, dann sind wir wohl gezwungen zu wechseln. Ich weiß, dass. Ah ja, guck mal. Roserade anscheinend gut ist. Impoleon wäre ja eigentlich gut, aber durch dieses Trockenheit dieses Pokémons, da nimmt er irgendwie das Wasser auf und Wasser macht dadurch keinen Schaden mehr. Ah, gut, dass wir schon gewechselt haben, weil das wäre jetzt ein bisschen doof geworden sonst. Alright, aber das ist gemein für den... Hä? Also ich dachte gerade, wie kann er mir denn jetzt noch Damage machen? Gemein für den restlichen Kampf sind die ja da jetzt, aber gut, kriegen wir hin. Die Musik hört sich so weird an, also keine Ahnung, irgendwie, ja klar nicht zeitgemäß, aber ist ja auch logisch, ist ja auch schon, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre her. Ja, aber interessant auf jeden Fall, es fühlt sich einfach heutzutage hochwertig an, ist es natürlich ja auch aufgenommen, ne? Wie gesagt, das fühlt sich so ein bisschen so an, als würde ich so ein Billigmikrofon, so von einem Headset, so ein Billigmikrofon, keine Ahnung, so ein 10-Euro-Mikrofon nehmen und an meinen DS halten und das dann in das Spiel einbauen, keine Ahnung, wirklich, aber... Nun gut.
Jetzt heilt er sich nochmal. Hat sich gerade zweimal hintereinander geheilt. Wie gemein ist das denn? Naja, mit Hippoterus. Hippoterus, ja, tatsächlich, so heißt der. Ist jetzt eh rum ums Eck. So. Ja, bis jetzt wirklich dieselben Pokémon, glaube ich, wie Cynthia. Mal schauen, ob sich da noch was ändert. Vielleicht ist es ja so ein großes Vorbild. Wäre aber schon ein bisschen schwach, hier nochmal den Champ-Kampf einzubauen. Aber krass, dass wir jetzt. Gut, dass wir jetzt erst zu ihm kommen, weil ich glaube, er hat ja gerade auch Level 68er Pokémon, oder nicht? Lamara, ah nee, da sind wir als absolut falsch. Ja gut. Da darf jetzt ein Impoleon raus. Und das ist tatsächlich mal ein Pokémon, das Cynthia nicht hatte. Freut mich, dass er doch ein bisschen individuell kämpft. Jawohl, ich liebe ja die Pokémon, Pokémon-Entwicklungen, die Evoli-Entwicklungen. Natürlich. Und Lamara gehört dazu. Oh, und guck mal, sein Ball war auch spezifiziert. Nice. Alright, dann würde ich sagen, Surfer sollte dicke ausreichen. Oh, krass, Koloss. Ja, das habe ich schon jetzt erwartet. Wie unfair, krass. Leute, das könnte tatsächlich schief gehen. Aber hey, wir haben noch die Top-Beleber, deswegen sehe ich das alles gar nicht so kritisch. Was ist denn noch gut gegen... Oh ja, ich weiß es wirklich nicht. Boah, keine Ahnung, verdammt. Also Roserade ist hier definitiv fehl am Platz. Kronweisel auch, denke ich mal. Ja, komm, machen wir einfach mal eine Phantomkraft. Wird schon schief gehen. Ohne... Ja, sicher, klar, mach mal fast 100 Schaden. Also 50. Spuck. Nee. Verdammt. Oh, bitte sei nicht so effektiv. Bitte, 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 bitte. Eieiei, okay. Ja, er ist sowas von down. Oh, okay. Aber das war so eine Rückstoßattacke. Dann kann man, dass sie so stark ist. Ja, klar. Driftsäbel, die kommt gerade mal rein und hat nur noch 30 HP. KP. Gemein. Naja, wenigstens dieser Flammenblitz trifft diesmal nichts. Und jetzt hoffe ich mal, dass er down geht. Ja, sehr schön. Okay. Na, immerhin. Aber ich muss auch auf jeden Fall wechseln. Schaut tatsächlich gar nicht mal so gut aus. Ich weiß gar nicht. Haben wir bis jetzt erst zwei Pokémon besiegt und er hat, ja, eins besiegt. Na gut. Aquana. Wasser. Wasser, natürlich, dann kann ich wieder zu Roserade wechseln. Ich meine, es kriegt gerade Damage, aber ich mache dann eh einen Gigasauger und dann wird das schon hoffentlich passen. Ach, cool. Mal schauen, ob er dann auch Blitzer noch hat. Wäre ganz witzig. Bloß gegen Blitzer habe ich keine Ahnung, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Oh, Aquana, so ein legendäres Pokémon, wirklich. Gut, dann hoffe ich mal, Roserade hat bis jetzt immer einen höheren Initiativwert gehabt. Ich hoffe, das ändert sich jetzt auch nicht, Gott sei Dank. Gut, dann schauen wir mal, ob Aquana anfängt. Oh, so wenig Schaden nur, okay. Naja, wir werden jetzt immerhin geheilt ein bisschen. Ein bisschen ist gut gesagt, fast voll. Eisstrahl. Oh, Eis ist gut gegen... Verdammt, ja, Eis ist gut gegen Ding. Naja, oh ja, klar, noch ein Volltreffer, gemein. Der Sandsturm ist schon weg, ne? Ja, okay. Dann, oh, ich weiß, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Aber egal, ich mache einen Gigasauger. Komm schon, komm schon, komm schon. Aha, ein Volltreffer wäre jetzt perfekt gewesen. Es war jetzt ein bisschen dumm gespielt, aber... Naja, so ist es jetzt halt. So, oder setzt du noch mal einen Eisstrahl? Nee, er heilt sich, alright. Ja, sehr gut. Bitte nicht so viel. Ja, okay, dann sollte jetzt noch mal ein... Ja, klar, kannst du beides. Das ist ja voll gemein, wirklich. Gerade mit einem KP, wenn sie überlebt hätte, ne? Das wäre jetzt schmackhaft. Naja, Roserade ist besiegt. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Luxtra. Ist ja ebenfalls gut gegen Wasser-Pokémon. Langsam wird's eng, tatsächlich. Ach komm, und diese spitzen Steine sind so unfair, dass die halt für immer auch bleiben. Nicht so für 3, 4, 5 Runden. Nee, für immer. Einfach für den ganzen Kampf. Ziemlich fies. Oh, er hat erst zwei Pokémon verloren. Oh je, okay, er ist echt ein starker Gegner. Muss ich einfach mal sagen, wie es ist, ne? Ah, krass. Immerhin ein höherer Initiativwert. Komm, 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 komm. Ja, sehr gut. Drei. Zu drei, glaube ich. Ich habe Angst. Oh je, und mein Ding ist ja auch was down. Ja gut, dann muss ich jetzt mal gucken. Das war ein interessanter Ton für ein Level-Up. Krippuk. Ah ja, gegen den haben wir schon gekämpft. Oh, jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Wen hatten wir denn am Anfang draußen? Keine Ahnung. Ja gut, immerhin, der ist ja ein bisschen schon gedamaged. Das passt ja. Ah ja, okay, ich glaube, wir hatten sogar am Anfang auch, Ding. Hä? Was macht denn das für einen Sinn, bitte? Na gut. Blitzer. Blitz gegen Blitz ist, glaube ich, weiß ich gar nicht. Nicht so effektiv. Vollabsorber. Willst du nicht verarschen? Naja, Blitz gegen Blitz ist, glaube ich, okay. So, Leute. Und ich setze es jetzt ein. Ich hoffe, es kommen nicht mehr allzu starke Gegner. Ja, obwohl wir setzen erstmal einen Top-Trank auf
trifft Zeppeli ein. Dann haben wir wenigstens ein weiteres Pokémon, das mal wieder voll geheilt ist. So, das hat er ja bis jetzt noch gar nicht benutzt, ne? Bugball. Oioioi, bitte, bitte, bitte. Okay, ist in Ordnung. Das Ding ist... Ja, ich würde sagen, wir machen mal noch einen Hypertrank jetzt. Das heilt mich tatsächlich. Können wir genau voll, oder? Kann ich... Ja doch, sollte passen. Ja, krass. Sehr schön. Perfekt, den Trank diesmal genutzt. Okay, ein krasser Kampf, wirklich. Ein wirklich sehr, sehr guter Kampf, muss man mal sagen. Oh je, Mine. Ich habe bloß ein bisschen Schiss, tatsächlich. So, dann mache ich jetzt mal die Unlichtattacke. Nisha. Ja, okay. Das sollte ihn aber nicht umbringen. Da habe ich jetzt gerade extra drauf geguckt. Ja, super. Nisha, mal schauen. Ah ja, okay. Jetzt macht tatsächlich auch ungefähr genauso viel Schaden wie Spukball. Na, jetzt brauche ich einen Top-Trank. So. Okay, wir haben tatsächlich wirklich nicht mehr allzu viele Pokémon am Start. Das ist ein bisschen krass. Das ist bis jetzt der schwierigste Kampf auf jeden Fall, würde ich mal meinen. Krass. Oje, Mine. Ja, komm, kannst du auch mal was anderes als Spukbälle? Ja, aber wie gesagt, wir halten wenigstens zwei aus. Ich weiß bloß nicht, ob ein Volltreffer, aber sollte eigentlich auch passen. Mach ich weiterhin Donnerblitze. Ja, jetzt muss ich mich halt schon wieder heilen, so, ne? Das ist ein Ding. Ja, auf jeden Fall. Bei 50. Also, ach, warum bin ich so blöd eigentlich? Und dann kriegt er auch noch zurück das. Oh mein Gott, warum mache ich das denn? Naja, danach hat er nur noch zwei. Und meine Taktik geht ja anscheinend so halb auf, weil er kriegt mich jetzt nicht auf 0 KP runter. Naja, wird schon passen. Lux, du hältst es durch. Oh je. Donner gegen Donner, okay. Macht ungefähr gleich wie Spukball. Das heißt, er sollte mich auf jeden Fall niemals one-shotten können. Und auch nicht mit noch einem Gott. Spukball, ja, von mir aus. Also das ist jetzt ein bisschen ein lästiger Fight gerade, aber... Ich hoffe, er geht bald zu Ende. Ja, okay, wenn er sich jetzt nicht heilt, das Ding ist halt, er hat einen höheren Initiativwert, ne? Das bedeutet, ich muss mich nochmal heilen, sonst ist mein Luxtra down. So. Ja, dass Roserade jetzt down ist, weil ich glaube, das ist ganz gut gegen den Schwimmer, weil der wird auf jeden Fall noch ein weiteres Pokémon einsetzen. Ja gut, also krass, dass es gegen die Top 4 so viel besser lief, als jetzt gegen ihn hier. Ja, guck mal, es macht tatsächlich am meisten Schaden. Okay, jetzt sollte ich aber überleben, wenn wir beide... Nee, diesmal kein Donner. Voidwechsel. Oh, oh. Okay, jetzt macht er gar keinen Schaden. Oh Mann, jetzt wechselt er. Stimmt. Verdammt. Naja, vielleicht macht der Knirscher gegen was auch immer jetzt kommt viel Schaden. Krückuck. Gegen ein Geist-Pokémon ist, glaube ich, Unlicht tatsächlich echt gut. Weiß es nicht. Ah, ist okay. Natürlich heißt sie dich. Ich glaube, das geht wenigstens nur einmal, ne? Wow, quasi null Damage gerade gemacht. So, ah, ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Wenn man nämlich den Pokémon eine Beere im Vornherein gibt, so wie ich jetzt zum Beispiel einen Magneten bei Luxtra habe, ich glaube, dann setzt er das ein. Hätte ich zumindest. 120, nee, du, komm, warum denn sparen, ganz ehrlich? Luxtra reißt es jetzt auch um. Das heißt, er hat nur noch ein Pokémon, das nicht voll ist. Das passt ja eigentlich. Dann kriegen wir das doch ganz gut hin, denke ich mal. Insta-Aura. Ich bleibe jetzt bloß mal, solange es geht, hier. Oh je, das war genau Half-Life, ne? Ich weiß halt nicht, wer eine höhere Initiative hat. Wirklich nicht. Ah, okay, ich werde sie eh nicht umbringen, merke ich gerade. Na dann. Schauen wir mal, ob wir ein Pokémon haben, das ganz gut tankt. Ah. Ja, ich würde tatsächlich jetzt nochmal ihn rausholen. Ich weiß es nicht. Wirklich, Geist gegen Geist ist ja echt gar nicht mal schlecht. Na, Driftzeppeli, du musst jetzt was aushalten können, wirklich. Du bist ja mittlerweile Level... Ja, das ist so unfair. Echt, diese spitzen Steine sind einfach nur gemein. Spukball gegen Spukball. Und? Eieiei, meine Güte. Was soll denn das? Naja, wir machen wohl weiter mit Top-Tränken. Ich meine, ich habe noch 20 Stück. Einmal einen Kampf, wo ich wirklich jetzt strugglen muss. Krass, okay. Na, ist ja okay von mir aus. So. Das ist halt nochmal ein Spukball ein, wahrscheinlich. Ja, war ja klar. Jetzt weiß ich halt nicht, welche Initiative höher ist, ne? Das ist halt das Problem. Ich kann halt nichts machen. Was soll ich denn machen? Hallo. Ich kann nicht angreifen, weil sein Initiativwert auch so hoch ist. Ich find's gut, dass dieser Morimoto nichts von Tränken gehört hat. Ist ja nur der Projektleiter. Jawohl, komm bitte, lass es doch einmal. Einmal, ja okay, Finsteraura macht das auch so viel Schaden. Ah, es macht sogar mehr. Oh, Mano.
Truhenweise. Ja, komm. Probieren wir es einfach aus. Was soll uns denn passieren? Ja, okay. Außer, dass schon Half-Life ist, nur das da, weil es halt hier ist, so, ne? So, was ist denn jetzt effektiv? Es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen blöd spiele, wenn er anfängt. Ne, ich darf anfangen, okay. Vielleicht tötet ihn ja. Ja, okay, tut's nicht. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, Leute. Ja, gut, das war's dann auch mit Hohnweisel. Ja, so ein Spukball ist safe richtig effektiv gegen das. Nee, ja krass, okay. Vielleicht habe ich endlich mal jemanden gefunden, der gar nicht mal so schlecht ist. Wenn jetzt noch nicht direkt Half-Life ist, nur weil es in den Kampf reinkommt, dann könnte das tatsächlich ganz gut hinhauen. Ich habe noch Angst vor dieser anderen Attacke, die bis jetzt, glaube ich, zwei Pokémon gewone-shottet hat. Genau vor der. Ach ja, dankeschön. Oh mein Gott. Gut, dann weiß ich, dass mein Initiativwert höher ist. Das heißt, Krippuk sollte jetzt auf jeden Fall down sein. Ich mache jetzt auch lieber nochmal einen Schlagbefehl, damit wir auch nochmal sicher gehen. So, weg mit dir. Du hast mich jetzt lang genug gestört, wirklich. Elektro, jetzt kommt, wenn sein Blitzer kommt, dann wechsle ich auf ihn. Ah, verdammt, auf wen wechsle ich dann, ist die Frage, ne? Ja, dann muss ich wohl auf meinen Boden-Pokémon, nämlich Knackrack, meine letzte Hoffnung. Ich meine, der Vorteil ist, dass Luxtra ja jetzt auch schon low ist. Das ist das Ding, und dann gibt es noch ein Pokémon. Aber ja, Leute, ich schwitze ziemlich, weil, ja, ich habe auch nur noch ein volles Pokémon, nämlich ihn hier. Ah, okay, ja, immerhin. Endlich mal einer, der nicht gleich Half-Life von den Spitzensteinen wird. So, dann würde ich sagen, wir machen einfach ein Erdbeben. Fußball. Wehe. Hör auf, bitte. Ah, okay. Gut. Warum kann eigentlich jeder bei ihm Spukball? Komm, Erdbeben ist so eine krasse Attacke. Ja, nice, okay. Aber es kann trotzdem knapp werden. Das ist jetzt noch nicht, dass wir es geschafft haben, nur weil er nur noch ein Pokémon hat. Ja, huiuiui, holla die Waldfee, kann man dann sagen. Ambidiffel. Oh, ein Typ Normal-Pokémon. Gut. Ich glaube, Typ Boden ist gut gegen Typ Normal. Das Problem ist, ich glaube. Level 64, ja guck mal, die sind ja so hoch wie ich. Okay, wenn alles so effektiv ist, dann mache ich Draco-Meteor. Wehe, du verfehlst jetzt. Nein. Nein, das wusste ich doch. Boah, der hat so krasse Angriffe einfach nur. Aber ich werde jetzt, Hohnweise. Ist die letzte, die noch voll ist. Oh je, okay. Naja, ich habe noch zwei ein Top-Beleber, glaube ich. Ja, das ist halt so unfair, wirklich. Das ist so gemein mit den Spitzensteinen. Naja, ich werde jetzt einfach einmal angreifen. Und schauen wir, was passiert. Ich hoffe, mein Initiativwert. Komm. Ja, gut. Kingstein. Ja, ist tot. Nee, was? Warum hatten das so wenig damit? Ja, okay, das ist ja gemein. Jetzt muss ich mich halt doch heilen. Ich hoffe, er kann Hohnweise nicht one-shotten. Sonst habe ich wirklich ein Problem, weil dann habe ich nur noch Luxtra und der ist dann auch noch low. Schauen wir mal, ich bin jetzt so gespannt. Ah, Eis ist, ja, Eis ist effektiv, ist mir gerade aufgefallen. Na, es geht sogar, ja krass, okay. Sollte ich noch einen Hit aushalten, das heißt, egal was jetzt passiert, ob er einen höheren Initiativwert hat oder ich, sollte Käfergebrumm passen, ja gut. Komm, wehe. Ach, hätte er jetzt einen Volltreffer, es wäre einfach gemein, wirklich. Komm, jetzt triffst du bitte auch. Und am besten one-shottest du ihn. Ah, okay. Ein Hit noch. Oh, ein Volltreffer auch noch. Nice. So. Jetzt halte ich nochmal voll. Und dann greife ich nochmal an. Und dann, wenn alles richtig läuft, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Eieiei, noch nie so einen intensen Fight gehabt in diesem Game. Ich dachte, ich bin mittlerweile viel zu overlevelt und alles ist easy. Aber nein, der Morimoto kann auf jeden Fall was. Ja, zweimal Ice Sieb. Jetzt das Ding ist, er darf mich jetzt halt nicht treffen, ne? Nochmal Käfergebrumm, dann weiß ich nämlich, dass er down ist. Oh, bitte nicht sterben. Ja, okay, wir haben's. Oh, meine Güte, war das jetzt eine Geschichte hier. Ja, krass. Okay. Wir haben ihn besiegt, den Morimoto. Also wirklich ein krasser Gegner. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, so schwer hatte ich ihn auch noch nie in Erinnerung. Dick. Wirklich krass. Jetzt kommt er so, oh ja, ich habe noch ein Pokémon. Das wäre jetzt belastend. Aber wir haben ihn besiegt. Oh mein Gott, letzten Endes bin ich eben doch nur der Stärkste der Besten von allen. Zumindest in meinen Träumen. Nee, du warst auch so extrem stark. Brauchst dir gar nicht meinen. Menschen, Kinder, du bist vielleicht stark. Das hätte ich nicht eigentlich denken können. Für deinen Sieg über mich hast du dir die Belohnung hier verdient. Der Ovalpin. Aha.
Lass uns doch bald mal wieder... Nope, ich wiederhole diesen Kampf never ever again, ganz ehrlich. Der war viel zu krass gerade. So, was kann denn die zwei? Mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Ah, cool. Und der Wahrscheinlichkeit erhöht, im Hort Eier zu finden. Interessant. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt endlich dort weiter, wo unser Rivale wollte, dass wir hingehen. Und davor gehe ich noch meine Pokémon heilen. Die Musik hört sich tatsächlich recht ähnlich an, wenn ich mir das mal so überlegt habe. Aber auf jeden Fall habe ich sie jetzt wieder auf die normale hoffentlich umgestellt. Ja, was gibt's? Soll ich dich in die Duellzone bringen? Ja, gerne doch. Also gut, wir lichten den Anker. Denn tatsächlich gibt es jetzt, gehen wir in das große neue Postgame, in die neuen Routen. Die sind tatsächlich recht umfangreich. Irgendwie 3-4 Routen, die wir noch sehen können, habe ich schon auf der Map. Sieht man das schon die ganze Zeit. Das ist so eine extra Insel. Weshalb man da auch hinfahren muss. Oh, ja moin. Da bist du ja, Noni. Du hast mich ganz schön lange warten lassen. Oh mein Gott, 100 Millionen Ding Strafe. Pokédollar. Hör zu, ich werde diesen Trainer überhaupt. Ich werde der Beste und deshalb bin ich hier und ich muss stärker werden und mein Pokémon auch. Ja, okay, wenn du meinst. Tut mir leid, aber das konnte ich nicht überhören. Der größte Trainer überhaupt, das wird nicht einfach, denn der größte Trainer hier bin ich. Und das zu beweisen, gehe ich jetzt in den Vulkan hinein. Da guckst du so komisch, hm? Vielleicht keine Ahnung, was ich rede. Also gut, ich erkläre es dir. Das hier ist die Duellzone. Klar, am anderen Ende dieser Insel befindet sich ein Vulkan und darin liegt ein Schatz verborgen. Na und? Dass ich nicht lache. Wir werden ja sehen, wer von uns der größere Trainer ist, wenn du diesen Schatz erst finde. So mach's. So und mach's, Noni. Und, was? Und du da? Hör gut zu, ich krall mir den Schatz als erstes. Aber vorher gehe ich zur Duelltour und man sieht sich. Ah ja, okay, und wer bist du? Ja, dieser Typ kann mir immer die Füße stillhalten. Ja, da hast du sowas von recht. Avenaro. Tag übrigens, ich bin Avenaro. Gegen seinen werde... Was, gegen so einen werde ich nicht verlieren. Hast du diesen aufgekratzten Trainer? Naja, du sollst lieber nachlaufen und ihn warnen, dass der Vulkan nicht unterschätzen soll. Aber bevor ich es vergesse, du sollst dich am Duellturm in Form bringen. Sonst, naja, schaffst du es vielleicht nicht mal bis zum Vulkan. Bis später dann. Ich glaube, er weiß nicht, dass ich der Champ bin. Aber genau, hier gibt es wie gesagt neue Routen, aber wir schauen uns jetzt erstmal hier dieses Gebiet natürlich an. Das Kampf eurer Kämpfe, soweit das Auge reicht. Jetzt mal, die wollen dann alle auch fighten, gleich mal gegen mich, oder? Wenn ich zum ersten Mal irgendwo hinreise, bin ich am Wochen total aufgeregt. Selbst am Orden, die ich schon kenne, gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Da hast du recht. Die Pokémon stammen aus der Sinnoh-Region, nicht wahr? Solche Pokémon sehen wir hier in der Gegend nicht oft. Ah, okay. Ist jetzt so ein Ort für alles, oder wie? Der Weg zur wahren Stärke ist endlose. Das haben wir hier so ausgedacht. Klingt aber cool, oder? Ja, schon ganz witzig. Das Land dieser Gegend ist wegen Vulkans zerklüfft. Die Unebenheit und das ständige Auf und Ab machen den Wandern nicht einfach. Den Wandern, das Wandern natürlich. So, ich zeige euch jetzt einfach mal, wo wir sind. Genau hier nämlich das Ganze. Das ist wahrscheinlich der Kahlberg mit dem Vulkan. Jetzt tatsächlich nochmal ein Erholungs- und ein Überlebensareal. Okay. Da bin ich auch gespannt, wie wir da hinkommen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier fertig um beim Einstieg in diese komische Route. Ja, ihr lebt ja auch schon ziemlich lange, oder? Ja, mein Mann ist der erste Exzentriker hier in der Duellzone. Ja, ich ebenfalls. Ehrlich zu sein, naja, weiß ich nicht, was ich davon halte. In der Duellzone trafen sich früher nur ein paar hart gestottete Trainer, die von anderen Leuten deswegen für extra exzentrisch gehalten wurden. Kaum zu glauben, wie sich seitdem hier alles verändert hat. Orte wie das Kampf- oder das Überlebensareal waren einfach plötzlich da, als wären sie Pilze aus dem Boden geschossen. Eine schöne Metapher, die du hier benutzt. Alright, hier gibt es tatsächlich alles, wie so eine ganze Stadt. Die Musik gefällt mir auch richtig gut. Hallöchen. Jeder hier ist so erpicht auf Kämpfe. Selbst von hier aus könnt ihr den Gipfel des Kraterbergs sehen. Die meisten Leute haben mir gar nicht bemerkt, doch, dass dort was passiert ist. Ich schon, aber ich weiß nicht wirklich genaues. Tja. Ich weiß über alles Bescheid. Willkommen bei der Pokémon-Forschungsecke. Heute wollen wir ein wildes Pokémon genau unter die Lupe nehmen. Es handelt sich hierbei um das Kikugi. Kriegt es etwas bei sich? Was mag das sein? Sehen wir uns das einmal näher an. Na, zeig doch mal her. Aua, mein Finger. Du musst dich gleich kratzen, Menno. Aber gut, wir die Kikugi können also ein Kornwundersaat trinken. Vielen Dank, Kikugi. Hier hast du deinen so Wundersaat zurück. Aua, jetzt hat es mich schon wieder gekratzt. Oh Mann. Wie üblich habe ich es geschafft, ein Pokémon in Rage zu versetzen. Zeit zu gehen. Bis bald. Interessanter, professioneller Pokémon-Journal auf jeden Fall, merke ich schon. Die Top-Vier der Pokémon-Liga schauen manchmal auch hier vorbei. Ah, dann werden wir vielleicht nochmal ein Wiedersehen haben mit ihnen, okay. Hier geht's wohin? Zum Duellpark, ah, okay.
Ich habe schon gegen viele Kämpfer gekämpft, gegen Trainer gekämpft und betreue mein Können. Doch die Welt ist so riesig, sie ist voller Gegner, gegen die ich im Hauch eine Chance nicht mehr habe. Ja, wie mich zum Beispiel meinst du natürlich. Okay, Route 230. Ich würde sagen, die schauen wir uns dann, beziehungsweise wir können mal hier kurz gucken. Ah, okay, hier geht's auch nur zu weiteren Früchten. Alles klar, na, von mir aus. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken doch mal in diesen Kampfturm rein. Oder was auch immer da abgeht. Willkommen im Duellpark. Bist du zum ersten Mal hier? Dann bitte hier entlang. Das ist dein erster Besuch im Duellpark. Musst du die Punktekarte ausstellen lassen. Die Punktekarte wird nur hier im Duellpark benötigt. Ja, bitteschön. Okay, dankeschön. Du vertraust die Punktekarte in die Basistasche. An der Rezeption gleich hier neben mir erfährst du über die Punktekarte. Für Fragen zur Einrichtung im Duellpark stehen wir hier jederzeit alle zur Verfügung. Alright. Dann, also mit dir. Willkommen im Duellpark. Ich kann dir erklären, was mit der Punktekarte im Gewinnpunkten kurz GP auf sich hat. Darüber möchtest du mehr erfahren? Punktekarte. Jeder Trainer, der in den Duellpark aufsucht, erhält eine Punktekarte. Damit wird bestätigt, dass du ein Herausforderer bist. Auf der Punktekarte werden die GP gespeichert, die Kämpfen im Duellturm erhältst. Worüber möchtest du mehr erfahren? Okay, was sind die, genauer gesagt, die GPs? Ich werde sie, indem du bestimmte Ergebnisse beim Kämpfen im Duellturm bringst. Mit diesem GP kannst du tolle Preise in der Tauschecke entstehen. Worüber möchtest du noch mehr erfahren? Nö, erstmal Dankeschön. Und was habt ihr so? Willkommen im Duellpark. Achso, ihr sagt sonst nichts. Nope, okay. Also ich meine, man braucht nur zwei Angestellte, aber man kann auch einfach fünf haben. Ah, guck mal, sie kann mir was erzählen. Über Pokémon-Level. Für Kämpfe im Duellturm werden sämtliche Pokémon mit Level 51 oder höher auf Level 50 herabgestuft. Ah, okay. Ja, dann sind wir doch gut dabei hier auf jeden Fall. Alles klar. Abgesehen von Eiern sowie bestimmten Ausnahmefällen können alle Pokémon an Kämpfen im Duellturm teilnehmen. Die Anzahl der zur Teilnahme erforderlichen Pokémon hängt von der jeweiligen Art der Herausforderung ab. Ferner ist zum Kämpfen im Duellturm jeweils nur ein Exemplar je Pokémon-Art zugelassen. Alles klar. Und am Schluss noch die getragenen Items. Keine identischen Items zum Tragen gegeben werden. Vergewissere dich also, dass die Pokémon, mit dem du Duellturm kämpfen willst, unterschiedliche Items tragen. Du, das mache ich sowieso immer. Deswegen Dankeschön. Und was geht bei dir ab? Da vorne liegt der Duellpack. Was, ein Trainer möchte mich da wohl erwarten? Ja, ich bin schon so gespannt, so aufgeregt. Na, und ich erst. Oh mein Gott, warum ist denn hier die Perspektive so weird? So fünfmal entfernt. Oh. Das sieht ganz schön weird aus. Aber ein schöner Park trotzdem. Ganz komisch. Was ist das denn? Pokémon-Typen, Pokémon-Attacken, getragene Items, all diese Details müssen genauest durchdacht werden. Ja, ist okay, werden wir noch machen, keine Sorge. So, und hier finden wir erstmal einen Scharfzahn. Ah, okay. Ich glaube, das ist sogar das, upsi. Oh, wow. Das ist sogar das, glaube ich, was gerade Knackrack mit sich trägt. Ich würde mich freuen, mal an deiner Seite eines weiblichen Trainers im Doppelkampf zu stehen. Oh, okay. Alles klar. So, also die Steuerung ist hier ganz weird. Ich habe gehört, man könne sich hier in Kämpfe mit Top-Trainern aus der ganzen Welt liefern. Das ist meine Chance, ganz kurz rausgekommen, um berühmt zu werden. Ja, ich würde sagen, da musst du nur noch in den Turm reingehen, ne? Oh, ich habe den Duellturm in haufenweise GP eingestehen. Jetzt kann ich mich sehr, sehr, sehr viele Items leisten. Ich will auch. Geht hier ab, Aga. Ah. Ich bin Vater und Trainer in einem. Heute will ich meinem Sohnemann mal alles richtig stolz machen und versuche deshalb in Meisterklasse. Ah, okay, hier gibt es also auch so verschiedene Arten, oder wie? Tauschecke, Items im Überfluss. Ui, okay. Das sieht aus wie so eine Bank, soll es wahrscheinlich auch darstellen. Ganz cool eigentlich. Was nehme ich denn heute bloß? Weiß ich noch nicht. Oh, wow, das ist ja ganz professionell alles. Dies ist die Tauschecke. Wir tauschen Gewinnpunkte, kurz GP, gegen großartige Preise. Ach, wie cool. Fähigkeitskapfel. So. Reguläre Fähigkeit als Pokémon und seltene Fähigkeit umzuändern. Ja, krass. Und natürlich, Sonderbonus ist schon überteuert, ne? Alles klar. Hä, ein Silberkronkorken. Ein hübscher silberner Kronen. Es gibt Leute, die sehr, sehr darüber freuen. Okay, da muss ich mich wahrscheinlich nochmal informieren. Wobei ich ja nicht weiß, ob ich 30 Mal sogar diese Punkte kriege. Ja, krass. Diese Items bekommt man hier alle. Ja, gut, aber wir haben eigentlich ganz coole. Trotzdem danke erstmal. Wir haben ja eh noch 0 Punkte. Wie prachtvoll dieses Gebäude ist. Ich frage mich bloß, wozu die Pracht?
Ja, da hast du irgendwie recht, so. Ja, wie läuft's denn so? Nicht genug? Dann solltest du dir vielleicht ein paar Preise holen. Ja, mit ihnen kannst du noch Pokémon noch stärker werden lassen. Na, meine sind schon stark. Du hast tatsächlich die Top 4 besiegt. Reife Leistung, ich muss schon sagen. Dann habe ich jetzt eine fantastische Möglichkeit. Die Level 100 erreicht. Was? Pokémon, die Level 100 erreicht haben, bei mir ein super Spezialtraining absolvieren zu lassen. Jetzt aber keinen Silberkronkorken oder Goldkronkorken dabei zu haben. Aha. Ich meine, ich habe auch kein Pokémon. Achso, er levelt dann auf Level 100, da wie ich muss nochmal kurz lesen. Okay, er sagt nicht mehr. Oma, schau mal, was ich getauscht habe hier für dich. Och, du Liebes. Hier diese Matschbombe. Vielen Dank, mein Schatz. Du bist ja so ein süßes, starkes Mädchen. Cute. Hallo, hier ist die Tauschecke. Wir können auch hier großartige Preise tauschen. Ah, hier kann man TMs tauschen. Ja, gut. Oh, wow. Warum ist denn die so krass? Steinkante ist eine gute Attacke. Ah, okay. Anscheinend so krasser die TM, desto mehr Punkte, schätze ich mal. Hast du die kleine niedliche Mädchen mit deiner Großmutter umgesehen? Die Kleine ist im Kampf ein wahres Biest. Man sollte nie Äußerliches so zulassen. Oh je, ich glaube, die wurde ziemlich zerfetzt von dem kleinen Mädchen. Von meinem Interesse, am meisten interessiert mich vernichtende Kraft meiner Pokémon. Gibt es vielleicht irgendwelche Preise, die im Kampf noch steigern? Du, da habe ich keine Ahnung. Aber was ich jetzt weiß, ist, dass wir mal hier oben reingehen. Oh, rums. Lol, Paddy und nicht mal Paddy und trotzdem rennt er mich an. Was zum... Hoppla, tut mir leid, ich war in Eile. Oh, Moment mal, bist du nicht Noni aus Zweiblattdorf? Genau, ach, der Zweck der Erinnerung. Wenn du hier bist, dann ist bestimmt auch nicht weit, wie? Oh, das wird ein Spaß, also man sieht sich. Oh, rums again. Noni, was zum... Oh, hi, du bist also auch zum Dreieckung gekommen, wolltest du nicht mal testen, bevor du im Kalbeck aufbrichst? Aber sag mal, der Typ, der gerade gequatscht hast... Ach, egal, sollte passen. Immerhin habe ich ja Kraft hierher geschafft. Nimm's nicht mehr lange, dann stehe ich auch im Auge gegenüber. Ich stelle mich mal wieder ins Training. Bis dann, man sieht sich. Meine Güte, wie kann man denn immer so krass über Dings sein? Also wirklich. Ach, und hier ist sie. Alright, der Duellturm. Genau, okay. Ich würde sagen, wir machen heute noch ein Duell. Den Duellturm, den kennt man ja eigentlich aus so vielen Gens. Wow, du siehst ziemlich stark aus. Ich freue mich schon darauf, gegen dich anzutreten. Ah, ich auch. Ich habe bis vor einiger Zeit in einer Region namens Höhen gelebt. Ein Ort wie diesen gab es dort auch. Sag ich ja, kennt man den Kampfturm. So viele gute Trainer da draußen. Ganz schön beängstigend, aber wir geben unser bestes Pikachu. Ich auch, keine Sorge. Nur eine Handvoll Trainer besitzt das Zeug, sich in der Herausforderung der Meisterklasse zu stellen. Eines Tages will ich auch dazu gehören und es versuchen. Okay. Ich habe mein Kleines bis zum Umfallen trainiert. Wenn er 100 Siege in Folge schafft, dann mein Pokémon. Wenn einer 100 Siege in Folge schafft, dann nur meins. Ach, ich weiß es einfach. Nicht wahr, Pikachu? Nanu, du siehst aus, als wirst du zum ersten Mal hier, habe ich recht? Und du bist mehr über Pokémon müssen? Naja, dann komm mal, kannst du mein Gesicht ablesen. Ich habe auch das perfekte Geschenk für dich parat, die Richterfunktion. Damit kannst du abgeborenes Potenzial deiner Pokémon überprüfen. Wähle dazu einfach die Pokémon in der Box aus und drücke Plus-Knopf oder Minus. Jetzt bist du der richtige Experte. Aha. Schauen wir doch gleich mal das Ganze an. Ja, das Bericht. Plus. Hä? Minus. Plus, Minus. Nö. Keine Ahnung, aber eigentlich sieht man hier, was angeboren ist, und zwar Fähigkeiten. Also ich schätze mal, das meint der, ich weiß es nicht. Ah, auf jeden Fall danke, I guess, von der Richterfunktion. Naja, klar, mache ich davon Gebrauch. So. Wenn man einen Rekord aufstellt, kommt man ins Fernsehen, das ist doch meine letzte Chance, noch mal in Comeback zu landen. Alright, und was geht bei euch? Willkommen im Duellturm. Ich begleite dich durch die Räume für Einzel- und Doppelkämpfe. Möchte ich ihn raus oder in einem Kampfraum stellen? Erklärung anhören. Im Duellturm werden Einzelkämpfe mit jeweils 3 Pokémon und Doppelkämpfe mit jeweils 4 Pokémon im Team ausgewählt. Der Duellturm stellt mit seinen Kampfräumen zahlreiche Herausforderungen für Trainer zur Verfügung. In jedem dieser Räume warten je 7 Trainer darauf, herausgefordert zu werden. Schaffst du es, alle 7 zu besiegen, erhältst du Gewinnpunkte. Solange du dir nicht 5 Trainern gestellt hast, kannst du den Kampfraum während der Herausforderung verlassen, um eine Pause einzulegen. Aha. So ist das also. Interessant. Alright. Ja, gut. Dann möchte ich jetzt noch fragen, warum wieder nur 3? Eine Einrichtung, in der sich alles um Pokémon-Kämpfe dreht. Hier kannst du dich nicht nur im normalen Einzel- und Doppelkämpfen messen, sondern auch in der Herausforderung in der Meisterklasse zu stellen. So. Ah ja, guck mal.
Ja, ich würde sagen, das machen wir dann. Achso, okay, keine Ahnung, warum ich jetzt da nicht hinkam. Gehalte dich durch Räume für Einzel- und Doppelkämpfe für die Meisterklasse. Ehe du dich in der Meisterklasse mit anderen messen kannst, musst du im Duellturm zunächst 49... Ah, ja, sicher. In Folge gewinnen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge einfach mal einen Kampf hier, die Meisterklasse. Ich meine, der Duellturm ist eh immer was Optionales. Man kann hier viel Zeit drauf verschwenden, sage ich mal, ein paar Belohnungen einsacken, aber... I guess für was, ganz ehrlich. Deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns hier einmal den Kampfturm. Den Duellpark, meine ich. Genau, und dann gehen wir in Richtung Erholung, obwohl, oder wir gehen so rum, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall entweder ins Überlebensareal oder ins Erholungsareal, muss ich dann noch gucken. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, wenn wir eben dann dorthin gehen. Habt bis dorthin einen wunderbaren Tag und bis dorthin. Ciao.